Herzlich willkommen bei Wetter Online. Es gibt gute Nachrichten für alle diejenigen, die die Kälte leid sind. Nächste Woche wird es milder und auch sonniger. Ein Ende des schönen Wetters ist aber auch schon wieder in Sicht. Am Montag bleibt es von Hamburg bis Berlin noch kühl. Im Westen wird es bis zu 10 Grad mild. Ein mitunter kräftiger Wind lässt das Ganze aber dort etwas kühler erscheinen. Oft ist es sonnig, vor allem in den Tälern im Westen und Süden könnte sich aber anfänglicher Hochnebel als zäh erweisen. Dort bleibt es dann noch deutlich kühler. Am Dienstag liegt die Temperatur auch im Nordosten zu. Zugleich lässt der Wind nach, sodass die maximal 10 Grad uns auch wirklich mild vorkommen. Die Sonne, die oft von früh bis spät scheint, tut dann noch das Übrige. Hochnebel in den Tälern ist eher die Ausnahme. Der Mittwoch wird wohl der wärmste und schönste Tag der Woche. Selbst in Berlin sind knapp 10 Grad drin, im Südwesten sind es sogar knapp 15 Grad. Bei viel Sonne sollten spätestens dann Frühlingsgefühle aufkommen. Ab Donnerstag wird es von Norden schon wieder wolkiger, eventuell fallen auch schon erste Tropfen.